Hallo, in diesem Video aus der Reihe Auswandern Deutschland, Gran Canaria, Norwegen, diese Videos findet ihr in einer gesonderten Playlist auf meinem Kanal, habe ich einen Tipp vor allem für Norwegen-Auswanderer oder Ausgewanderte, der wirklich Zeit, Geld und Nerven spart. Es geht dabei um einen für uns Normalbürger überflüssig erscheinenden Behördengang, bei der wir es mit der Spezies Beamter zu tun bekommen. Und zwar um die öffentliche Beglaubigung oder die notarielle Beglaubigung. In manchen Fällen verlangen Behörden, aber auch Privatinstitute wie zum Beispiel Banken, eine sogenannte öffentliche Beglaubigung. Das heißt, irgendjemand muss bestätigen, dass die Unterschrift, die ich auf einem Dokument geleistet habe, auch tatsächlich von mir ist. Also es geht da weniger um das Dokument an sich, also den Inhalt des Dokuments, sondern es geht darum zu bestätigen, dass ich wirklich unterschrieben habe. In meinem speziellen Fall ging es um eine Erbausschlagung. Das heißt, ich wollte ein Erbe nicht annehmen, was man übrigens automatisch annehmen muss, wenn man vielleicht Ersterbe ist oder dann, wie ich in meinem Fall, an der Reihe bin. Das heißt, andere bereits das Erbe ausgeschlagen haben. Konkret ist es einfach so gewesen, dass das Erbe vermutlich überschuldet ist und ich eben sagen möchte, nein, diese Schulden möchte ich nicht erben. Das ist natürlich eine besonders nervige Angelegenheit, weil sie eigentlich einem überflüssig erscheint und man gar nicht bereit ist, diese Zeit und das Geld zu opfern, um überhaupt sich dazu zu äußern. Man muss es aber nach deutschem Recht. Viele haben in der Vergangenheit sicher den zeitlich aufwendigsten und geldintensivsten Weg genutzt. Das heißt, nach Deutschland gefahren und dort bei einem Notar oder beim Amtsgericht eben seine Unterschrift öffentlich beglaubigt. Das wäre Variante 1. Variante 2 ist das Konsulat. Das ist in Oslo. Das kann sogar noch teurer sein, je nachdem, wo man in Norwegen wohnt, sich dorthin zu begeben. Oder man spricht einen Honorarkonsul an, sofern man irgendwo in der Nähe wohnt. Bei uns wäre es zum Beispiel in Bergen der Fall, in der Stadt Bergen. Die liegt allerdings auch 4 Stunden Autofahrt von hier entfernt. Kosten und Zeit eben. Ich hatte allerdings weder für das eine noch das andere Zeit und Lust, Geld zu investieren. Klar. Wenn ich nichts haben will, wenn ich nichts gewinnen kann, warum soll ich dann noch Geld ausgeben? Also habe ich mich lieber eine Stunde ins Internet hingesetzt und versucht, einen Weg herauszufinden. Der ist mir gelungen. Hier in Norwegen ist es ja so, dass man fast alles mit seiner Bank-ID erledigen kann, beziehungsweise verifizieren kann und bestätigen kann, dass man selbst etwas möchte oder eben nicht möchte. Soweit ist man im rückständigen Deutschland natürlich noch nicht. Das heißt, da muss das Ganze noch auf Papierkram ablaufen und ich zeige den Weg, wie es dahin geht. Und zwar geht man über den Weg des Amtsgerichts in Norwegen. Das heißt hier Tikriten. Und da gibt es in jeder größeren Stadt oder auch kleineren Stadt, in unserem Fall sind es nur 10.000 Einwohner, ein Amtsgericht, bei dem man diese öffentliche Beglaubigung beantragen kann. Dazu lädt man sich zuvor bei der Botschaft in Oslo, bei der deutschen Botschaft in Oslo, das entsprechende zweisprachige Formular herunter. Allerdings, wie schon eingangs geschildert, wird nicht der Inhalt des Dokuments geprüft, sondern es wird bloß bestätigt oder eben nicht bestätigt, dass der Unterschriftleistende tatsächlich auch die Person ist, die im Pass steht. Das heißt, ihr braucht in Norwegen sowieso einen Reisepass. Da Norwegen nicht zur EU gehört, obwohl es auch viele Regelungen der EU übernommen hat und akzeptiert, ist es speziell für Deutschland notwendig, eine sogenannte Apostille zu dieser öffentlichen Beglaubigung dazu zu bekommen. Diese Apostille gab es in meinem Fall auch direkt neben dem Amtsgericht bei der Staatsverwaltung. Im Folgenden zeige ich euch die Internetseiten, die ihr aufrufen müsst, wo ihr einen Termin vereinbaren könnt und dann eben die entsprechenden Dokumente bekommt, um sie kostengünstig nach Deutschland zu schicken. Das ist die Webseite der deutschen Botschaft in Norwegen, wo es einige Informationen zu diesem Thema gibt. Beglaubigung, Bescheinigung, Beurkundung. Hier sind auch einige Punkte aufgeführt, für welche Fälle diese Beglaubigungen gelten. Die Links zu allen Seiten, die ich jetzt aufrufe, habe ich in der Beschreibung unter dem Video vermerkt. Also hier kann man sich verschiedene Punkte ansehen und auch entsprechende Dokumente herunterladen. Hier findet ihr noch den Vordruck, den ich verwendet habe, den kann man so runterladen, ist ein PDF-Dokument, kann man auch schon in jedem PDF-Editor ausfüllen und dann eben entsprechend mitbringen. Wie gesagt, das Dokument an sich wird nicht geprüft. Hier steht schon drauf, im Kleingedruckten findet man das, dass eine Apostille notwendig ist und
Domstol.eu, das ist so die Stadtverwaltung von Norwegen. Hier kannst du suchen, welche Stadt in deiner Nähe fliegt, also eine größere Stadt. Wir leben hier auf dem Dorf und Førde ist halt eine Stadt, die in mehr oder weniger 30 Kilometer Nähe ist. Unten finde ich hier Sunnfjordane Tingrit, das ist es. Und hier komme ich schon auf die Seite. Und hier kann ich mir einen Notarialtermin bestellen. Per E-Mail kann ich mich auch nochmal informieren. Und ich kann auch direkt auf einem Terminkalender auswählen, wann ich denn gerne hinkommen würde. Wenn ich dahin gegangen bin, finde ich wahrscheinlich in der Nähe, nicht bei jeder Stadt ist das so, aber wahrscheinlich in der Nähe, eine Apostillenbehörde, beziehungsweise das ist dann die Staatsverwalterin, das ist ja mehr oder weniger die Staatsverwaltung, die teilt Apostille-Stempel aus. In meinem Fall dachte ich zunächst, ich müsste dann doch nach Bergen oder in das 200 Kilometer entfernte Leikanger, fand aber dann hier unten, dass ich für Pferde einen Termin bestellen kann. Und es hat sich dann beim Anrufen gezeigt, dass ich auch ohne Termin da einfach vorbeikommen konnte. Und es ging auch alles reibungslos vonstatten. Der Apostille-Stempel kostet gar nichts. Und der Termin bzw. die notarielle Beglaubigung beim Amtsgericht in Norwegen kostet umgerechnet rund 30 Euro. 305 Kronen habe ich bezahlt. Ja, im Grunde eine einfache Sache also. Und wahrscheinlich hat mich das sogar weniger Zeit gekostet, als wenn ich in Deutschland wohnen würde. Andernfalls hätte ich nur die nächstliegende Möglichkeit gehabt, nach Bergen zu fahren und da den Honorarkonsul zu besuchen. Da wäre ein gesamter Tag draufgegangen, zuzüglich der Kosten für Sprit und Verpflegung. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch weiterhelfen. Wenn euch das etwas wert ist, dieser Tipp, dann könnt ihr gerne über den Thanks-Button hier unten etwas hinterlassen oder über den PayPal-Link eine Spende mir direkt zusenden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.